Hallo, wollte ich erstmal sagen. Die Gruppe ist klein genug, weswegen ich vorne einen Disclaimer vorwegstellen kann. Wenn irgendwelche Fragen entstehen, bitte sofort zwischendurch reinfragen. Das sollten wir aushalten. Wenn das zu viele Fragen werden und ich mit dem Vortrag nicht mehr durchkomme, dann müssen wir nachher ein paar Folien ganz, ganz schnell durchgehen. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Als erstes, heute ist eben halt Tag der freien Software sozusagen und deswegen hatte ich heute auch die freie Community von Ubuntu als Vortragsthema hier eingereicht. Ich glaube, der mag das hier nicht so. Doch. So, Programmablauf. Ich will erst was zu mir selbst sagen. Ich bin Thorsten Franz. Ich war vorher sozusagen, bevor ich zu Ubuntu aufgeschlagen bin, in Debian-Projekten ein bisschen unterwegs und nicht ganz so extrem wie jetzt unter Ubuntu. Dort bin ich der deutsche Ansprechpartner der lokalen Community hier in Deutschland. Habe auch unterschiedliche Projekte. Ubuntu Users ist ein Steckenpferd von mir. Da habe ich 2 Jahre lang die Projektleitung gemacht und momentan bin ich der Chefredakteur von Mikaya. Ich arbeite auch mit Software. Ich bin Software-Test-Ingenieur, nennt sich das, bei Gruner und Jahr in Hamburg und habe da ganz viel mit Testplänen zu tun und Testmanagement. Und ja, bin das, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben in Kiel. Hauptsächlich ist die Arbeit auch ganz häufig sozusagen eine Einzelarbeit, die man verrichten muss. Das ist aufgenommen in Essen auf dem Teamtreffen von Ubuntu Users. Es sind mehr Leute da. Ich habe da gerade nur für 2 gezapft. Da war ich, glaube ich, ein bisschen egoistisch. Normalerweise muss ich da mehr Bier zapfen für die ganze Crew da. Aber das machen dann auch immer andere. Also insgesamt, die freie Community bei Ubuntu bedeutet sehr viel Menschen, wollte ich sagen, die eben halt zusammenwirken. Kurz, was Ubuntu ist. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat sicherlich jeder schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Es ist eine Debian-basierte Distribution. Ein der Unterstützer dieser Distribution ist Canonical, eine Firma aus England, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, hat eben halt ein paar Merkmale, weshalb viele Einsteiger, die als Distribution wählen. Das hat was mit festen Release-Zyklen zu tun und auch mit Einfachheit von Programminstallationen und auch der Vorinstallation. Seit 2004, nächstes Jahr ist 10-jähriges. Brauchen wir nicht groß durchlesen. Ich lade die Folien auch nachher noch auf meinem Blog hoch und da kann man das auch noch alles nochmal nachlesen. Ubuntu ist nicht nur einfach ein Betriebssystem, sondern eine ganze Lebensphilosophie. Das hat sehr viel mit Menschlichkeit zu tun, mit Nächstenliebe und dass wir alle so ein Teil eines Ganzen sind. Das ist eine Grundphilosophie dahinter, die ich auch immer wieder hochhalte und sage, das ist ein wichtiger Fakt. Dazu kommen wir nachher auch nochmal, wenn ich ein paar Thesen hier zum Abschied bringe. Aus diesem Ubuntu, dass es dort eben halt gewisse Verhaltensregeln auch gibt. Da haben sich welche rauskristallisiert, wenn man in Ubuntu-Projekten mitarbeitet und die unterschreibt man sogar, also nicht schriftlich. Heutzutage macht man ja nichts mehr schriftlich, dann signiert man das nur noch, dass man diese ganzen Sachen einhält und sich daran hält. Das ist wichtig, weil für welche, die in Ubuntu-Kontext mitarbeiten. Die müssen das unterschreiben, weil dann sonst zum Teil einem noch ein paar Sachen verwehrt bleiben. Diese Befehle, die hier eigentlich so angeschrieben sind, eigentlich kann man sogar fast jedes Mal ein Ausrufezeichen dahinter packen, ist in der Textform geschrieben, wir wollen so sein, was nicht bedeutet, dass man nicht manchmal auch anders ist. Aber zum Großen und Ganzen werden hier versucht, eben als menschliche Regeln umzusetzen.
Das heißt, dass man eben halt rücksichtsvoll ist, dass man nicht irgendwelche Entscheidungen trifft, die andere zum Nachteil durch irgendwelche Sachen dann ja, Nachteile entstehen, dass man respektvoll sich verhält gegenüber anderen. Ja, und auch, dass wir behilflich sind. Meinungsverschiedenheiten sprechen wir ganz offen aus. Das ist auch immer ein schönes Bashing, was dann immer losgeht, wenn wieder Ubuntu mit neuen Sachen ankommt und dann wir da in der Community auch ordentlich drüber debattieren. Das sieht dann zum Teil auch manchmal ein bisschen zerfleischend aus. Letztendlich gibt es dort so zwei Sorten, welche, die sich an diesen Verhaltensregeln halten und eben halt diese Sachen, diese Meinungsverschiedenheiten auch austauschen wollen und dabei dennoch respektvoll und auch rücksichtsvoll mit den anderen umgehen. Und dann gibt es natürlich auch die heiße Trolle, die dann unterwegs sind. Na, die falsche. Ja, und habe ich gerade schon erwähnt, ja, es klappt nicht immer, aber manchmal, dass wir diese Gesetze einhalten. Um nochmal eben kurz zu sagen, was Community ist. Das ist immer so ein ganz schwerer Begriff. Da sagte immer einer, oh, zu mir auf dem Linux-Tag war das, glaube ich, oh ja, du bist ja in der Community so aktiv, ich will eigentlich auch ganz gerne mal in dieser Community drin sein. Und dann stellte sich heraus, dass der sogar schon so einen Ubuntu-Stammtisch in seiner Stadt irgendwie organisiert und eigentlich ist er dann auch schon in der Community drin. Community ist so eine ganz große Wolke, die kann man auch wirklich nicht unbedingt richtig greifen und deswegen jeder, der irgendwie glaubt, dass er in der Community drin ist, ist ganz bestimmt drin. Also das ist dann so. Eher glauben viele Leute, dass sie nicht in dieser Community drin sind. Die Community ist deswegen auch sehr unterschiedlich. Es sind Entwickler drin, es sind Leute drin, die Projekte in Ubuntu umsetzen, es sind Nutzer von Ubuntu, es sind auch Mitarbeiter von Canonical, der Firma da hinter Ubuntu. Also ganz unterschiedliche Leute, die sich dann auch nicht einig sind. Ein Projekt, das hatte ich eben schon angesprochen, ist Ubuntu Users, was ich eben halt mitbetreue. Und da wollte ich ganz kurz das so ein bisschen zeigen, was dort Community bedeutet, um dort vielleicht so einen kleinen Einblick zu bekommen. Wer kennt Ubuntu Users? Die. Gut, schon mal viele. Also dann kann ich nur ganz kurz sagen, weil nicht alle sich gemeldet haben. UbuntuUsers.de ist die deutschsprachige Plattform für Fragen rund um Ubuntu und auch mit einem Wiki, also eine Dokumentation zu Ubuntu, wo einige Sachen dokumentiert werden. Diese Community, ja, wird. Das ist eben halt auch immer ein bisschen schwierig. Wer gehört eigentlich zu diesem Team von Ubuntu Users? Das Team ist sozusagen, das erweitert sich immer wieder von neuen. Wenn irgendjemand im Forum auffällt und irgendwelche Sachen dort macht, wird der dann irgendwann mal eingeladen, irgendwie ins Team zu kommen. Das ist so die übliche Herangehensweise. Ja, wir leben von einer sehr starken Moderation in diesem Forum. Wir tolerieren dort keine Trolle und keine Leute, die eben halt die ganze Zeit irgendwie ja, nicht behilflich sind und nicht, wollen wir mal so sagen, ja, eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Gegenüber eingeht. Es ist das größte Portal, also das größte Forum für Ubuntu außerhalb des Ubuntu-Forums, also das Forum, was international vorherrscht. Also sonst hat kein Land so ein großes Forum von der registrierten Benutzerzahlen her wie das Deutsche. Das Französische ist knapp dahinter. Ja, und wir haben eben halt viele recht aktive mit über 3 Millionen Forenbeiträgen. Ja. Wiki-Artikel und auch Newsmeldungen, die wir dort immer wieder platzieren, weil die Neuigkeiten müssen dann den User ja auch herangetragen werden. Also mehr als 30.000 Nutzer haben dort auch mehr als 10 Beiträge,
das ist immer so ein bisschen das Verhältnis zu sehen. Wenn man 150.000 liest, denkt man immer, wow, das sind ja super viele Leute. Davon sind aber manche auch mal nur ganz kurz so eine Frage gestellt und ansonsten sowieso wieder weg gewesen, weil vielleicht Ubuntu nichts für sie war oder ja, dass das nicht so das Thema war für die. Ubuntu Users hatte eben halt, und das habe ich eben gerade auch schon mal erwähnt, Charakter, also die Community kommt zusammen und dort haben wir mehrere Bereiche, wo diese Leute zusammenkommen. Das ist nämlich, glaube ich, auch das Erfolgsrezept von Ubuntu Users, dass man eben halt Leute mit sinnvollen Inhalten zusammenkommen lässt. Und das sind unterschiedliche Bereiche, die wir uns mal ganz kurz angucken, ohne Bilder, sondern nur von der Theorie sozusagen her. Im Forum, da kommen User natürlich sofort zusammen, also die stellen dort Fragen, bekommen Antworten und ja, und ich hoffe auch, dass den meisten geholfen wird. Das bleibt manchmal auch nicht aus, dass Probleme unbeantwortet bleiben. Weiter kommen User auch zusammen, indem sie in der Dokumentation arbeiten, im Wiki. Es ist dort zwar so, dass auch welche einen ganzen Artikel für sich selbst schreiben und dann den veröffentlichen, aber häufig ist es auch so, dass sehr viele sich an so einem Artikel beteiligen und dort ein reger Austausch zu diesen Artikeln stattfindet. Es gibt auch Nachrichten, Ikaya, das ist, was ich momentan sozusagen den Vorsitz für habe. Da werden Nachrichten verbreitet rund um die Open-Source-Welt, um Ubuntu, um Linux. Und dort wird auch fast ganz, ganz selten einzeln an einem Artikel arbeiten. Wir haben dort eigentlich sogar auch die Sache, also den allgemeine Regel für unsere Teammitglieder, dass mindestens noch zwei andere Leute rüber geguckt haben müssen über einen Artikel, damit der veröffentlicht wird. Dadurch haben wir nur einigermaßen hohe Qualität, würde ich sagen, gerade was auch Rechtschreibung angeht und auch was inhaltliche Beiträge angeht. Wobei man da auch immer wieder merkt, es ist ganz schön schwierig, gerade wenn es um technische Themen geht, Artikel zu schreiben, die in sich wirklich hundertprozentig stimmen. Und wir haben noch einen weiteren Bereich. Wir haben da einen Planeten. Ein Planet ist eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Blogs, die ihre Beiträge mit einem bestimmten Tag dann kennzeichnen, sodass man den dann von deren Blog sozusagen abholen kann. Durch RSS-Feeds ist sowas möglich. Und dann können Sie eben halt diesen Bereich bei Ubuntu Users selbst mit Inhalten füllen. Diese Planetenbeiträge von den Bloggern sind auch recht viel. Da kommt noch mehr Nachrichten zusammen als im Ikaya, weil wir da irgendwie 80 Autoren haben und in dem Ikaya-Team nur 8 oder 9. Ja, die haben natürlich auch viel davon. So bekommen sie ein größeres Publikum und sie können auch bei uns im Forum untereinander über Beiträge diskutieren. Teamintern, das sind 60 Teammitglieder, die mehr, einige sehr aktiv, einige nicht so aktiv, das ist immer ganz unterschiedlich. Das hängt auch immer von den Lebenssituationen ab. Wenn gerade einer seine Masterarbeit schreibt, dann ist der meistens nicht so gut verfügbar. Außer wenn einer die 2 Jahre schreibt, dann ist er die 2 Jahre fast verfügbar. Das dauert, naja, weil er sich die ganze Zeit immer vordrückt. Das sind immer so unterschiedliche Lebenssituationen. Wir kommen eben halt auch sehr viel zusammen auf Ubuntu Users. Wir haben interne Foren und auch einen internen IRC-Kommunikationskanal. Und was wir auch haben, sind ja, Treffen in wirklich real life, so wie man es immer so schön nennt, im wirklichen Leben. Das sind Anwendertreffen, die stattfinden. Die werden organisiert zum Teil über Ubuntu Users, wo dann Leute sich in irgendeiner Kneipe zusammensetzen und vielleicht mal irgendwo ein Ubuntu aufsetzen oder über
Gott und die Welt quatschen, einfach da sind, falls jemand Neues dazukommt und Fragen hat und überhaupt mal wissen wollte, wozu ist überhaupt der oder der Knopf da und so weiter. Also dort eine so ganz lockere Runde. Ich bin zum Beispiel auch dabei, aber so nur ein Treffen in Lüneburg. Ja, regionale Ansprechpartner gibt es auch. Wir haben ein Verzeichnis auf ubuntu-users.de von regionalen Ansprechpartnern, die sozusagen als Kontakt dort stehen, wenn einer sagt, ich traue mich hier gerade mal nicht, das zu installieren, oder ich habe gerade irgendwelche Probleme, die ich irgendwie durch Google suchen nicht lösen kann, oder ich finde die richtigen Begriffe nicht, dann setzt man sich einfach mal auf einen Kaffee zusammen und ja, quatscht dann drüber und versucht dieses Problem zu lösen. Teamtreffen, da war ich ja eben schon beim Bierzapfen. Ja, die gibt es auch immer wieder. Sehr nette Erfahrungen sind das, wenn man mit Leuten zusammentrifft, die man sonst eigentlich nur so von eigentlich normalerweise von Forum und von Chat kennt. Mittlerweile ist es auch ein bisschen anders geworden. Man hat doch auch viel mehr Bildkommunikation auch im Team, worüber man diskutiert, worüber man sich austauscht und deswegen sind die Teamtreffen meist nicht mehr so ganz überraschend, was da für Leute auftauchen, sondern die kennt man dann doch schon. Aber das ist immer auch eine nette Erfahrung, mit den Leuten mal so von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren, zu grillen, Bier zu trinken, Wasser zu trinken oder sonst was. Ich habe immer wieder Diskussionen auch gehört und deswegen habe ich ja auch mal noch sowas eingebaut. Ubuntu ist ja eigentlich eine Einsteiger-Distribution und wir haben auch ganz viele Leute, die bei uns supporten, die absolut keine Einsteiger mehr sind, sondern die auch mittlerweile die unterschiedlichsten Systeme fahren. Und das ist auch sicherlich eine Besonderheit, dass diese Leute, auch wenn die selbst Ubuntu nicht mehr als Hauptsystem haben, dann dennoch weiter noch Support bei Ubuntu-Users leisten oder überhaupt in Ubuntu-Umfeld. Das liegt, glaube ich, sehr stark daran, dass die Community so ein bisschen gekapselt ist von anderen. Das wird uns auch öfter mal vorgeworfen, dass man sich so ein bisschen abkapselt. Das hat was mit den Verhaltensregeln zu tun, dass wir eben halt in diesem Umfeld gewisse Verhaltensgrundsätze haben, die in anderen Communities nicht existieren. Deswegen fühlt man sich häufig als Ubuntu-Mensch auch in anderen Communities erstmal so ein bisschen befremdet. Und ja, es sind sozusagen auch von ganz anderen Distributionen, Supporter, Moderatoren auch bei uns unterwegs, die, ja, also als Hauptsystem, das habe ich jetzt eben gerade nochmal nachgeschlagen, weil wir haben gerade wieder interne Umfrage, wer benutzt Ubuntu als Hauptsystem? Da hatten sich von den 60 jetzt momentan 30 gemeldet und das sind genau 15, genau die Hälfte nur, die es als Hauptsystem ja, im Team intern benutzen. Und wir hatten auch sogar mal so eine Umfrage bei den Usern an sich, die das welche da nutzen, da war das ein bisschen höher der Satz, auf jeden Fall. Aber da war auch schon interessant, dass viele, die Ubuntu-Users benutzen, auch gar nicht Ubuntu nur als Distribution benutzen oder gar nicht als Hauptsystem. Das mag man einerseits kritisieren, ich finde das immer als eine hervorragende Leistung, weil ich glaube, dass die aus bestimmten Gründen da sind, eben halt, weil diese freie Community bei Ubuntu funktioniert. Das ist außerdem mal so ein Real-Life-Team-Treffen-Foto. Das hier ist die Hölle hier drin. Da, wenn man da irgendwie mal reingeht, weil da alles verkabelt ist, dann fällt man und das ist vorprogrammiert und das macht auch am jeden Abend mal irgendwie jemand. das ist leider so. Ansonsten hat man hier immer so einen Kreis aufgebaut, wo man dann miteinander irgendwie die Themen bespricht oder auch
IRC dann durch die Gegend ruft, dass mal bitte Ruhe sein soll, wenn man gerade was sagen möchte. Soweit Ubuntu Users. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel anderes Ubuntu auf der Welt. Und ich möchte jetzt gerade noch so ein bisschen ins Internationale einsteigen, was da noch so Community unterwegs ist. Das ist alles nur ein Ausschnitt. Ich möchte alles nur so Beispiele bringen, wie die Community so funktioniert. Das ist natürlich überhaupt nichts Abschließendes. Und ja, die sieht auch sicherlich jeder ein bisschen anders. Das ist eben halt meine persönliche Sicht, glaube ich, dann drauf. Wir haben ganz viele Konzile oder auch Boards. Diese Aufsichtsbehörden, nenne ich das mal immer wieder, die sind so ein bisschen dafür zuständig, die Kommunikation häufig in die richtigen Wege zu leiten. Häufig haben die Aufgaben, um zum Beispiel einen neuen Ubuntu-Member aufzunehmen oder das Ubuntu-Forums.org zu betreuen. Die haben eben halt so unterschiedliche Aufgaben und das sind immer mehrere, die in so einem Board sitzen, damit eben halt immer das ja, funktionieren kann. Wenn von den siebenen zwei nicht da sind, ist das nicht so weiter tragisch. Das ist schon in kleineren Teams anders. Wenn von drei Leuten irgendwie zwei nicht da sind, ist das immer so ein bisschen schwieriger. Es gibt dort ganz, ganz unterschiedliche. Die wichtigsten habe ich auch so, habe ich das? Die ersten drei kann man vielleicht noch so sehen. Die sind noch in der richtigen Reihenfolge, die unteren glaube ich nicht mehr so wirklich. Community Konzil finde ich natürlich viel wichtiger als die Entwickler, weil die Community macht Ubuntu zu was Besonderem, so wie ich denke. Die technischen Rahmenbedingungen werden von einem Technical Board geklärt, wo auch Mark Shuttleworth zum Teil mit unterwegs ist. Der hat in allen dieser Konzilen ein Mandat sozusagen, dass er da mitmachen darf. Mark Shuttleworth ist der, der Ubuntu damals erfunden hat, 2004, sozusagen erfunden. Alleine hat er das eigentlich auch nicht gemacht. Genau, und dann gibt es noch so unterschiedliche Sachen, dass zum Beispiel jedes Land oder manchmal auch Region Loco-Teams haben. Das steht für lokale Community-Teams, wovon ich für Deutschland der Ansprechpartner bin. Und die werden eben halt auch durch so ein Konzil betreut oder auch die ganzen ESC-Kanäle. Da habe ich gleich keine Zahl, glaube ich, zu. Ansonsten habe ich gleich noch ganz viele Passwortzahlen. Aber ich weiß gar nicht, wie viele ESC-Kanäle es von Ubuntu gibt. Super viele, auf jeden Fall. Und natürlich auch die Entwickler, die um Ubuntu arbeiten, die müssen natürlich auch betreut werden. Da gibt es auch ganz strenge Regeln, wann jemand ein Commit-Recht auf bestimmte Verzeichnisse hat, um dort eben mal Quellcode einzuchecken. So, jetzt kommen noch mal so ein paar Zahlen. Diese Loco-Teams, insgesamt sind denen über 8000 Leute drin, die da irgendwie mitarbeiten. Gibt es die meisten in Nordamerika, weil jeder Staat ein eigenes Loco-Team hat und sogar ein paar mehr. Also da gibt es irgendwelche Staaten, die sich wohl wohl spalten müssen. Keine Ahnung, womit das zu tun hat. Deswegen gibt es da die meisten. In Europa gibt es auch 50. So, und Community-Zahlen. Ich hatte am Anfang stehen, dass ich Ubuntu-Member bin. Ich will das nämlich nochmal relativieren. Es gibt insgesamt über 700 auf der Welt. Also von daher ist das gar nichts Besonderes, sage ich immer wieder. Es ist zwar schwierig, Ubuntu-Member zu werden, aber wenn man es mal ist, dann ist das auch fürs Leben. Von den über 700 Leuten, die seit 2004 Ubuntu-Member geworden sind, sind sicherlich auch nicht mehr alle irgendwie in Ubuntu unterwegs. Also ich kenne zum Beispiel auch welche, die sich auch schon von Ubuntu verabschiedet haben und auch noch immer Ubuntu-Member sind. Das bleibt man für ewig. Es ist aber auch interessant, so ein paar
Zahlen, also ich habe hier jetzt mal wahllos auch welche rausgesucht, die ich so gesehen habe, die vielleicht interessant sein können. Zum Beispiel bei den ganzen Development-Teams, die wirklich sich um die Core-Anwendung, also um die Kernkomponenten kümmern, das sind 79 weltweit. Die Leute, die eben in bestimmten Repositories Pakete hochladen dürfen, das sind 151. Ein Testing-Team hat schon fast 200 Leute. Dass die deutschen Übersetzungen gelingen, dafür sind 13 Leute verantwortlich. Die haben noch einen Community-Strang, die unterstützen, die immer so kleinere Arbeiten machen und dort sozusagen auch zuarbeiten, aber die das koordinieren. Und die Hauptarbeit machen, sind 13 Leute. Das finde ich immer schon sehr, es sind gar nicht sehr viele. Und das klappt sehr gut, wenn man jetzt mal davon absieht, ob das nun Arbeitsfläche, Desktop oder Schreibtisch heißt. Ich glaube, alle drei Begriffe kamen in einer Ubuntu-Distribution mal drin vor. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen, nicht ganz so schön. Aber insgesamt klappt es immer sehr gut. Und von diesen 13 sind das natürlich dann auch irgendwie wieder so 4 oder 5, die von denen am meisten machen. Das ist prinzipiell immer so. Insgesamt wird die Nutzerzahl von Ubuntu auf 20 Millionen weltweit, also über 20 Millionen, geschätzt. Da kann ich schwer nur sagen, wie man diese Schätzung immer macht. Ich habe, glaube ich, noch keine 20 Millionen Leute getroffen, die Ubuntu installiert haben, aber so viele Leute kenne ich, glaube ich, auch nicht. Das ist noch ein bisschen veraltete Grafik, weil wir gerade eben schon über diese Loco-Gruppen geredet haben. Und das ist das Bild für Deutschland. Ich habe gerade eben schon über ubuntuusers.de gesprochen. Das ist dieser Bereich hier. Und über Anwendertreffen, das ist dieser Bereich hier. Es gibt noch viele andere Sachen. IRC-Kanäle hatte ich eben auch schon angesprochen. Es gibt Mailinglisten. Es gibt auch noch ubuntujava.de, eine Gruppe. Es gibt auch einmal wöchentlich einen Ubuntu-Wochenrückblick, wo Leute die Nachrichten aus der Woche zusammentragen, die sich um Ubuntu, Linux und Open Source allgemein so ein bisschen beschäftigen. Es gibt natürlich Entwickler, die Lokalisierung, die hatten wir gerade schon gesehen. Events gibt es auch, dazu gibt es gleich auch noch eine Folie, weil nächsten Monat ist wieder eine große Konferenz in Deutschland. Und es gibt auch noch Sachen, die hier nicht draufstehen, sowas wie Google Plus Gruppen, bei Facebook gibt es auch noch Sachen. Das habe ich hier jetzt mal nicht noch alles mit reingeschrieben, weil diese Grafik aber älter ist. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht so viel. Google Plus. Muss ich mal, glaube ich, mal updaten. Linux für Afrika gibt es in dem Sinne mit Ubuntu auch nicht mehr. Das ist deswegen schon ein bisschen ausgegraut. Aber es ist so ein riesengroßes Sammelsurium und da diese Leute in ihren Gruppen eigentlich ziemlich autark funktionieren, brauchen die schon ein bisschen so einen Kanal, der hin kommuniziert, zum Beispiel zu den ganzen internationalen Komitees in dem Sinne, diese Konzile und Boards, worüber wir gesprochen haben. Wenn mal irgendwelche Sachen anstehen von Canonical, bin ich zum Beispiel auch dafür da, um diese Kommunikation mit zu übernehmen. Das müsst ihr nicht alles lesen können. Ich habe nur mal 2 Wochen die Veranstaltung, die bei diesen Anwendertreffen und sowas stattfinden, einfach mal rauskopiert und musste dann auch die Schrift ziemlich klein machen, weil ich das alles auf eine Folie packen wollte. Es passiert schon ziemlich viel. Das sind fast täglich irgendwelche Treffen, Linux-User-Groups, die eben halt sagen, wir tragen das dennoch auch in Ubuntu-Portalen ein, dass die sich treffen und eben halt auch Ubuntu-Treffen an sich, die jetzt ganz stark auch auf Ubuntu fixiert sind. Oder auch Krypto-Partys ist da auch genannt. Also es gibt immer sehr viele Möglichkeiten, sich auch im
Leben, im wahren Leben zu treffen. Natürlich für die einen ein bisschen leichter, wenn man gerade irgendwie nah an so einem Veranstaltungsort wohnt. Manche sind ja ziemlich weit auf dem Land, für die ist das dann eher schon schwieriger. Da hatte sich das bisher noch nicht durchgesetzt, dass man irgendwie ein Hangout oder wer weiß was für die Landbevölkerung macht oder so, um sich dann da mal zu treffen. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen zu wenig, wirklich real life. Naja, aber würde ich mich mal auch freuen, wenn irgendwie so jemand das auch mal machen würde. Die UboCon, das möchte ich als Community-Projekt auch noch kurz vorstellen, das ist aber nur die Folie. Unten liegen auch Flyer bei Kubuntu Anstand zu der UboCon. Die findet in Heidelberg statt im Oktober. Das ist von hier aus doch schon ein kleines Stückchen. Ja, wir hatten die auch schon in Krefeld, Göttingen, Leipzig und Berlin. Das letzte Jahr in Berlin. Aber wir wollen immer durch die Gegend und da, man sieht, der Süden fehlt da auch noch ein bisschen, waren wir dieses Jahr mal drauf, um das in Heidelberg stattfinden zu lassen. Ja, es werden dort über 200 Leute erwartet. Das sind immer welche, die sich schon ein bisschen vielleicht der Community zugehörig fühlen, aber auch welche, die einfach was lernen wollen über Ubuntu, die einfach nette Menschen kennenlernen wollen. Wir haben auch Ubuntu-Smartphones diesmal von Canonical zur Verfügung gestellt bekommen und präsentieren die dann auch dort und kann man sogar selbst dran rumspielen, weil Ubuntu gibt es ja mittlerweile auch für Smartphones, auch wenn es erst seit einem Monat überhaupt ein bisschen stabil läuft. So, weitere Community-Sachen habe ich jetzt auch nochmal hier so ein bisschen zusammengefasst. Ubuntu Testing ist ein ganz großer Bereich. Wir haben mittlerweile super viele Systeme in Ubuntu, sei es auch Smartphone, sei es auch Hardware, die exotisch ist. Es ist ganz schön viel immer zu testen und Entwickler testen nicht gerne, das weiß ich aus meinem Erwerbsleben. Ich bin Softwareentwickler und weil ich immer zu viel Test, Test, Test geschrieben habe, bin ich heute Testingenieur und nicht mehr Softwareentwickler, weil die anderen Softwareentwickler mich nicht mehr haben wollten. Da musste ich die Seite wechseln und darf die jetzt per Amt quälen. Und das ist dann eben halt auch zum Teil eine Qual, weil sehr, sehr viele Entwickler nicht irgendwie einen Ansatz fahren, dass die Tests immer gleich geschrieben sind und dass sie sagen, na wieso geht doch, ich klicke doch hier, da passiert doch was, aber dann eben halt nicht sehen, dass wenn man was anderes macht, dass das dann doch knallt. Dafür gibt es ein großes Community-Team im Bereich Testing. Da kann man mitmachen, sogar auch als Entwickler automatisierte Tests schreiben. Man kann dort mitmachen, dass man in seiner virtuellen Umgebung ein Ubuntu lädt und dann guckt, was für neue Fehler dort irgendwie reingemacht wurden und was nicht mehr funktioniert in den neuen Versionen. Es gibt jeden Tag eine neue Ubuntu-Version. Das ist den meisten auch, glaube ich, gar nicht bekannt. Es gibt jeden Tag eine neue Ubuntu-Version, die sogenannten Daily Builds. Wo man sich immer das Neueste abholen kann. Die sind natürlich nicht offiziell sozusagen so freigegeben, weil die zum Teil auch fehlerhaft sind. Das ist im Entwicklungsprozess ja immer so. Aber da kann man also jeden Tag ein neues Erlebnis mit Ubuntu haben. Ein ganz lustiges Projekt ist auch die Ubuntu-Tour. Die Ubuntu-Tour ist eine im Browser durchgeführte Anwendung, wo man so ein Ubuntu direkt starten kann. Es ist nur JavaScript, was da gemacht wird, aber es sieht genauso aus in einem Browser wie so ein Ubuntu. Man hat so einen Startbutton und alles Mögliche. Das haben damals welche programmiert, als Unity in den Schlagzeilen war, überall bei Heise und Konsorten. Und die Leute so ein bisschen Angst vor dieser neuen Oberfläche haben. Und die hatten sich dann mal zusammengetan und sowas programmiert, was eben halt im Browser so aussieht, als wäre das ein Ubuntu. Dabei ist das nur so eine Demo-Version. Total lustiges Ding. Ich habe auch mal eine deutsche Version hochgeladen davon.
weil normalerweise ist die nur in Englisch verfügbar. Total tolles Ding, also wer da mal irgendwie was ausprobieren will, kann sich das anschauen. Es gibt auch ein großes Handbuch sozusagen für Ubuntu. Ubuntu hat alle 6 Monate eine neue Version und nach allen 6 Monaten gibt es immer wieder ein neues Handbuch. Das ist auch ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben wird, um den Leuten zu zeigen, hey, wie funktioniert das hier überhaupt? Das kann man sich herunterladen, man kann es auch anklicken, dass man sich das bestellt, dass das dann gedruckt wird. Das gibt ja mittlerweile so viele Internetverlage, die man per Klick dann irgendwie sagen kann, was die drucken sollen. So ist das da auch realisiert und dann wird das per Klick gleich produziert. Die deutsche Version von 13.04 ist auch verfügbar. Das ist die letzte Ubuntu-Version. Und auf Englisch sind sowieso immer alle, auf Deutsch sind momentan auch immer, glaube ich, alle Versionen irgendwie verfügbar. Andere Sprachen wird schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Chinesische ist auch nicht so schwierig, die bekommen, glaube ich, auch immer, die kann ich bloß nicht lesen. Aber andere Sprachen sind häufig schon eher das Problem, weil alle 6 Monate immer wieder das alles zu übersetzen und so, weil sich ja doch einiges ändert, ist für viele zu viel. Deswegen legen die sich auch auf die 2 jährlich erscheinenden Long-Term Support, wie sie heißen, Versionen fest. Und die bringen dann nur alle 2 Jahre so ein Handbuch. Aber auch ganz nett, wenn man mal irgendwie was in der Hand haben will, kann man sich das auch produzieren lassen und zuschicken lassen. Community, hatte ich eben auch schon gesagt, das sind so ganz viele Menschen. Ubuntu Women ist da auch ein Projekt von, die eben halt fördern wollen, dass Frauen mehr in der Softwareentwicklung hauptsächlich auch beteiligt sind. Die machen ab und zu eine Ausschreibung von wegen Women in die Kernel-Programmierung rein und sowas. Die sind da sehr aktiv. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, also da ich keine Frau bin, bin ich da nicht so aktiv drin. Das hier ist mal so ein Wochenplaner. Von allen offiziellen Ubuntu-Veranstaltungen im IRC, die irgendwie was mit den ganzen offiziellen Gruppen zu tun haben. Das ist immer ordentlich gefüllt. Der Samstag ist immer frei, ich weiß nicht warum, das habe ich noch nie begriffen. Das lohnt sich eben halt in meine Präsentation dann nachher auch nochmal nachzuschlagen, weil da sieht man ganz, ganz viele Links, die ich da einfach nochmal aufgelistet habe. Wenn man die ganzen Links einmal abgearbeitet hat, ne, dann weiß man schon ganz, ganz viel über Ubuntu. Also es war auch ein bisschen schwierig, alles durchzulesen, weil da ist auch ordentlich viel immer hinter an Seiten. Einige Sachen sind sicherlich auch neu, die auch Leute, die jetzt vielleicht auch schon länger dabei sind, so noch nicht kannten. So, und jetzt möchte ich noch ganz schnell dazu kommen, diese ganze Verhaltensregel, Philosophie, Ubuntu, ist das eigentlich wirklich die Realität? Ja, natürlich müsste ich lügen, wenn ich sage, ja klar, das wird immer angesetzt, das ist immer nur Ernährungswert, ganz klar. Das ist eben halt abhängig von den Menschen, die sich da drin bewegen. Wenn ein Mensch diese Werte akzeptiert und darin sich auch bewegt, wird er sicherlich bei Ubuntu einige Sachen finden, wo er sagt, diesen Wert, der wird auch hier gar nicht eingehalten und so. Ja klar, es sind eben halt sehr hohe Werte, dass man immer jederzeit jeden Respekt entgegenbringt. Das gelingt nicht immer allen und dazu muss man auch sagen, es ist eben halt auch nur menschlich, wenn man sich da mal vielleicht auch mal im Ton versieht. Insgesamt klappt es aber, glaube ich, sehr gut. Ich glaube auch, dass das möglich ist, dass wir so einen Rahmen haben, weil vielen das einen Mehrwert bietet, diese Verhaltensweisen, die wir dort haben in der Community. Das ist eine ganz andere Qualität, wenn man dort miteinander zusammenarbeitet, als jetzt im Erwerbsleben.
Ist natürlich auch nur möglich, weil man da ordentlich viele Stunden reinbringen muss, dass man eben halt materiell einigermaßen abgesichert ist. Das ist bei vielen eben halt Softwareentwicklern so. Viele Softwareentwickler, die für Open-Source-Projekte programmieren, sind entweder eben halt noch in Richtung Ausbildung oder eben halt in einen Job, der eine gewisse materielle Absicherung gibt. Es sind ganz selten Menschen, die sowieso einen schlecht bezahlten Job haben und dann sich auch noch für Open Source stark machen. Das ist so meine Erfahrung. Einzelfälle sind natürlich auch immer anders dann zu sehen, aber das ist die meisten Leute aus der Community so. Genau. Materielle Absicherung ist häufig dann schon gegeben. Ich hatte das sogar mal so weit, weil ich da gerade viel machen musste bei Ubuntu, dass ich von 5-Tage-Woche Arbeit auf 4 Tage zurückgegangen bin, weil mir irgendwie, ja, da das mehr Spaß gemacht hat, für Ubuntu irgendwie was zu tun. Ja, und ich glaube, diese Community sorgt dann eben halt dafür, dass das irgendwie ein Global Player wird, Ubuntu. So, ich habe jetzt irgendwie mal, was ich jetzt, nachdem ich diesen Vortrag gemacht habe, was mir dann in den Sinn gekommen ist, weswegen ich das eigentlich auch so alles aufbereitet habe und was ich da raus sehe, habe ich einfach mal Thesen zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, ob Thesen wirklich der richtige Begriff dafür ist, aber ich verwende ihn jetzt einfach mal so, ist egal. Ich habe ihn jetzt einfach mal so definiert, das sind jetzt also meine Thesen. Ich glaube, dass eben halt der Erfolg bei Ubuntu daran liegt, dass so eine friedliche Atmosphäre dort vorherrscht und dass das mit der Technik sozusagen auch verbunden wird. Diese Technik, das sah man schon aus ganz vielen anderen Projekten, ist häufig nicht so einfach mit einer freundlichen Atmosphäre zu verbinden. Es fühlen sich sehr schnell Leute auch ausgegrenzt, weil die ein nicht so hohes technisches Wissen haben oder glauben, dass sie es nicht haben. Und das hat, glaube ich, Ubuntu geschafft, eine friedliche Atmosphäre dort reinzubringen, sodass viele sich auch dort drin zu Hause fühlen, die vorher von Linux niemals was wissen wollen. Ja, ich verstehe Community als so einen anderen Begriff für ein Zusammensein miteinander. Will ich einfach nur mal als These hinstellen. Es ist auch so, auch wenn immer wieder mal kritisiert wird, oh, da funktioniert es nicht, da werden irgendwelche Regeln gebrochen und da weiß ich, sie funktionieren seit 10 Jahren. Sie mussten einmal überarbeitet werden, aber inhaltlich hat sich daran nichts geändert. Es ist nur ein bisschen erweitert worden. Was aber auch sehr wichtig ist, wie ich Ubuntu verstehe, es ist immer, man soll was machen und produzieren in dem Sinne. Man will nicht nur konsumieren, sondern es ist auch immer ein gewisses Interesse dafür da, man muss machen. Und das ist, glaube ich, wichtig für die Community. Jetzt wird es schon sehr spekulativ, aber ich will euch da an den Gedanken teilhaben lassen. Ich glaube, dass es gibt insgesamt zwei großartig hervorragende Projekte, wo es Ubuntu eingesetzt wird. Also Ubuntu die Philosophie, oder ja, sogar eigentlich fast drei. Das ist einmal der Zirkus Ubuntu, den es gibt. Es gibt das Betriebssystem Ubuntu und es gibt auch einen Kindergärten, die Ubuntu Philosophie haben. Und ich glaube, dass die Ausbreitung von Ubuntu als so eine Philosophie, dass man den Gegenüber mit Respekt behandelt und so, gerade auch in unserer jetzigen Welt weiter auswandern wird und auf andere Bereiche rübergeht. Ja. Ubuntu ist, glaube ich, so ein erster Ansatz für Humanisierung der Technik, auch wenn es natürlich nicht ganz gelingt. Man hat häufig immer noch die Konsole und da sagen Leute, dass sie irgendwie nicht menschlich genug ist, aber ich glaube, Ubuntu ist eines der wichtigen Projekte, die versuchen, Technik in den menschlichen Alltag so reinzubringen, dass die User sich ernst genommen fühlen. Ja, ich glaube, jeder
der mal Ubuntu benutzt oder sich länger damit beschäftigt, wird auch mal diese Philosophie zu hören bekommen. Ja, das habe ich gerade gesagt, die Ansätze können sich auch auf anderen Lebensbereiche übertragen, weil, das glaube ich, weil eine so kooperative Community, die eben halt gerade durch das Internet zustande gekommen ist, die ein, also jetzt mal auf der technischen Ebene, die haben Linux-Kernel damals entwickelt, da war einer, der halt am Anfang gesagt hat, ja, ich habe da mal gerade ein Programm, ich schmeiß das mal auf den Markt, und da haben ganz viele sich daran beteiligt. So ähnlich ist es auch hier, dass nicht nur auf der technischen Ebene, sondern auch auf ganz anderen, in ganz anderen Bereichen so eine Community sehr stark ja, zusammenkommt und eine sehr starke Position auch hat. Und dadurch glaube ich auch, dass viele Sachen durch solche Communities in Zukunft, wo Ubuntu ein Beispiel ist, sich in der Welt verändern kann. So, das ist die Heidelberg-Werbung. Das ist die Werbung für Ubuntu, seid dabei. Und das ist jetzt, was ihr noch bringen könnt. Ja, und dann noch du. Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier mal eben mit dem Mikro, weil das dann mitgezeichnet wird. Noch einen kleinen Moment. Sie muss noch mal eben anschalten. So, jetzt. Meine Frage schließt sich an die These an. Wie geht die Entwicklung weiter hinsichtlich einer stärkeren Kommerzialisierung? Also ich spreche an Version 13.04, wo man ja schon bei bestimmten Suchfunktionen auf Portale geleitet wird, die ein kommerzielles Interesse haben. Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Entwicklungen. Das ist ja eben halt in der Community, da gibt es einen Strang, der ziemlich stark auch auf wirtschaftliche Interessen da ist. Das ist dieser Strang um die Firma rundherum Canonical. Und es gibt eben halt auch die freie Community daneben. Ich habe prinzipiell nicht so viele Probleme damit, wenn irgendjemand versucht, wirtschaftliche Modelle in Ubuntu mit unterzubringen. Wenn das auf Dauer eben halt dafür zählt, dass man weiter Ubuntu entwickeln kann. In der Community wird das sehr stark kontrovers diskutiert, das ist ganz klar. Ich glaube, dass wir dort den Höhepunkt sozusagen erreicht haben, als dort diese Funktion per Default aktiviert war und man auch im ersten Moment keine Möglichkeit hatte, für normale Anwender diese auszuschalten. Das war ein großer Berg, der genommen wurde, der jetzt mit der neuen Version ja auch zurück, also nicht zurückgenommen wird. Es wird noch da als Default weiter aktiviert sein, aber zumindest eine ganz leichte Knopfausschaltmöglichkeit dafür da sein. Es ist, glaube ich, so ein kleiner Kampf, der dort auch immer ist. Das ist richtig. Und es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, dafür zu sagen, es gibt dafür eine Lösung. Das ist so ein bisschen auch Gerangel, sehe ich auch so. Letztendlich glaube ich aber daran, dass Ubuntu soweit immer diese Möglichkeiten auch anbietet, dass man diese Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, nicht mitmachen muss. Dass man sie vielleicht im Default vielleicht sogar hat, ja okay, das gibt es zum Teil. Also jetzt speziell in der Ubuntu, also in der Standard-Ubuntu-Version. Aber es gibt ja auch immer ganz viele andere Ableger davon, wo das dann nicht so ist. Sei es in einer Desktop-Oberfläche oder eben halt auch, dass man das deaktivieren kann. Aber es ist natürlich ein Punkt, wo wir uns sicherlich auch mit anderen Leuten 2 Stunden lang irgendwie drüber unterhalten können. Das ist richtig. Ist immer schwierig. Hier vorne war erst noch eine Frage von Ihnen. Ja. Mich würde interessieren, wie diese Community in China oder in irgendwelchen anderen Ländern so angenommen wird, weil da sind ja diese, also aus meiner Sicht, diese Grundsätze des Handelns nicht so unbedingt Mainline in der Gesellschaft. Genau, die sind dort überhaupt nicht sehr verankert. Also ich habe mittlerweile häufiger Kontakt zu 2 aus China. Da ist ja mittlerweile sehr groß geworden Ubuntu. Ubuntu ist dort das Betriebssystem, was von der Regierung mit unterstützt wird sozusagen, dass das als eine Distribution dort auf den Markt kommt.
China ist auch der große Umsatzmarkt, wo Canonical sich als Global Player aufspielt. Dort werden jetzt, also die letzten Meldungen, ich glaube in der letzten Woche waren 2 Meldungen, von wegen in wie vielen Shops in China schon Ubuntu-Systeme vorinstalliert verkauft werden. Dort gibt es auch wirklich 2 Bewegungen. Es gibt wirklich welche, die gerade auch diese Ubuntu-Ansätze dort haben. Das sehe ich immer wieder bei den Leuten, die Ubuntu-Member werden, weil ich dort halt die auch mit angucke, was sind denn das da für Leute. Und da gibt es ganz stark welche, die sich diese Position angeeignet haben und die eigentlich, glaube ich, ganz kontrovers zwischen diesen Apparat, der in China als Regierung dort ist, entgegensetzen. Es ist ja auch nicht so, dass Ubuntu ja so einen ganz individualistischen Ansatz hat. Das kommt diesen Leuten in China, glaube ich, sogar ganz gut. Die denken zum Teil auch stärker auch in Kollektivgedanken und so drin. Und dafür ist Ubuntu auch gar nicht schlecht, weil diese Philosophie aussagt, also ich bin nicht nur ein Einzelwesen auf dieser Welt, wir hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Und das empfinden dort welche wirklich als nicht religiösen, sondern als philosophischen Ansatz ganz interessant. Aber ich sehe auch, dass in China die Community nicht so stark ist wie das Verwirtschaften von Ubuntu. Das sehe ich dort auch so. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, weil Canonical da sehr stark reingegangen ist und das verkauft und die Community sich erst über die Laufe der Jahre bilden muss. Ja, hatte jetzt noch eine Frage hier. Oh, er ist staffelüberlaufen. Danke. Ja. Ja, das ist jetzt eine Frage ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, ich komme noch aus der Windows-Welt. Und da habe ich jetzt allerdings doch schon, sagen wir mal, eine große Gemeinsamkeit festgestellt in einem bestimmten Punkt. Und zwar, ich habe also jetzt hier das erste Mal gehört, also deinen Vortrag hier. Das kam mir aber auch schon bei anderen Dalinus-Veranstaltungen so vor, dass eigentlich in sehr kurzer Zeit also es immer neue Distributionen gibt oder neue Updates und so weiter. Hm? Und da wäre meine Frage, weil ich das auch in der Windows-Welt einfach nicht mag, wenn ich mich an irgendeine Software gewöhnt habe, dann will ich damit auch mal 2-3 Jahre arbeiten und nicht alle halb Jahr mich neu umgewöhnen an eine neue Version. Hm? Gibt es auch jetzt Unterstützung bei Ubuntu für etwas ältere Versionen? Oder ist es dann also alles, was älter wie 2 Jahre ist, das musst du deinstallieren, kommst du das Neue und dann musst du wieder neu gewöhnen an bestimmte. Nee, also da habe ich keinen Bock zu. Genau. Also da gibt es bei Ubuntu auch eine Möglichkeit. Ubuntu hat vor, es ist etwas mehr als ein Jahr, glaube ich, her, hat da nochmal ihre Release-Zyklen geändert. Also dass sie, die haben diese 6 Monate beibehalten für die neuen Versionen, aber die werden jetzt auch gar nicht mehr so ganz so lange unterstützt. Da, im Gegenzug haben sie aber auch, sie hatten vorher mal diese Long-Term-Support, die für 2 Jahre unterstützt wurde und die wird jetzt sogar für 5 Jahre unterstützt. Die Unterstützung garantiert Canonical, dass sie sagen, wir werden das so lange supporten. Das bedeutet eben halt, dass man Sicherheitsupdates auch bekommt. Dafür garantieren sie und das 5 Jahre lang. Also wenn man wirklich ein System hat, wo man jetzt sagt, oh ja, das ist ja ganz nett. Im April kommt jetzt die nächste Version, die auch wieder 5 Jahre unterstützt wird und die vor 1,5 Jahren rausgebrachte Version, die 12.04, die wird auch 5 Jahre unterstützt. Ach so, okay. Ja. Genau, also da dieses Bedürfnis wurde auch mit aufgenommen, ja. Ja, ansonsten müssen wir weitergehen. Ja, ich glaube, es ist auch mittlerweile Zeit, weil der nächste Referent ja auch wieder gerne möchte. Ich bin jetzt gleich noch unten wieder bei den Ausstellungsflächen oder unten im Foyer. Also wenn auch jemand irgendwie Diskussionsbedarf hat, macht es. Ein Danke von mir fürs Zuhören.